Katze in meinen Arsch. Warum ist der so alt? Keine Ahnung. So, ich muss jetzt nochmal das Rätsel ganz schnell lösen. Ich hatte es mir irgendwo aufgeschrieben, aber Gott weiß, wo das gewesen ist. Brauchst du nicht, kannst du einfach in das Dokument gucken. Ja, du deinen Zettel findest, ey. Ja, ich weiß, deswegen. So. Tun und aufschreiben. Und wo drunter war das? Unter der Datei? Ja. Egelwachstum, genau. Ja. 4, dann 2. Warte mal, 4, so. Nee, 8. 4, 8, 2. Nee, 4, 8, 6. 4, 8, 6. 4, 8, 6. 4, 8, 6. Ja, weiter. 4, 8, 6, 3. Das war schon, das sind nur 4. Warte, also es sind 4. Willst du das jetzt nochmal nachvollziehen? Oder nein, die haben sich verdoppelt, aber der Heißhunger des Kannibalismus führt also 4, 6 und 4, 6, 3. Ich hab dir ja gerade gesagt, 4, 6, 8, 3. Nein, 4, 6, 3, das sind nur 3 Zahlen. Ich lach dich so aus, wenn du jetzt fehlst, ey. So hart. Vier. Sechs. Oh, man muss da X verdrücken. Ah, kacke. Siehst du, es sind nur 3 Zahlen. Oh. So ein Fehler, Alter. Also 4, 6, 8. Ich sag ihm nicht hier Kombo, der liest sich das Dokument nochmal durch und macht erstmal irgendeinen Schwachsinn daraus, ey. Also, was war's denn jetzt? 4? 4, 6, 8, 3. Alles klar. Kann ich doch nicht. Okay, dann machen wir mal 4, 6, 8, 3, alles klar. 4, 8, 6, 3. Okay. Banane, du, ey. Boah, ich weiß, wie das funktioniert. 4... 8, 6, 3 hast du gesagt? Ja. 8. 6. 3. Wahnsinn. Fick dich einfach, Alter. Ist gut gemacht. Jetzt geh rein, ey, und zieh's nicht noch mehr in die Länge. Aber wie bist du jetzt auf 4, 6, 8, 3 gekommen? Ja, Frage. Du solltest das Dokument nochmal lesen. Nee. Kommst du bestimmt auf die bessere Zahl. Nee, das lege ich in Hand einfach rein. Now this is more like it. Billy here. Billy, I found an aerial cable car. We can get out of this place. Wait there, I'm coming. Roger, the sooner we get out of here, the better. Out. Ich stell mir vor, wir jetzt einfach runterspringen. Hallo. Hätte auch gar nicht alleine hinkommen können. Nee, guck mal, da ist ein Schalter. Sieht echt schön hier aus, aber ist kein Item, schade. Opa. Das ist ein Hebel. Umlegen? Ja. Ich hätte so gelacht, wenn jetzt wieder eine Batterie gefehlt hätte oder so. Boah. So, jetzt kann Billy runter. Deswegen, du hättest ihm das gar nicht hier hochschicken müssen. Du. Ja, halt auch die Klappe. Ja, tut mir leid. Ich weiß, ich muss jetzt aufpassen. Ich habe dich schon viel zu oft gedisst heute. Ja, ich weine gleich, Mann. Hör auf, ey. Ich werde voll traurig. Da liegt was. Nimm's lieber jetzt mit. Das sind Magnumkugeln, ne, das sind keine Magnumkugeln, das ist irgendein Item. Doch, was das sind Magnumkugeln. Boah, nee. Voll die Magnumkugeln, Mann! Lad die durch, Billy! Vogel, Alter. So, was hab ich denn hier? Wie viel Platz hab ich noch? Echt? Genug, um die Farbbänder mitzunehmen. Ach, scheiß auf die Farbbänder. Ey, komm, ey, das sind nicht wenige, das sind mindestens 2. Wahnsinn. Ja, ich weiß. Lad die durch, Mann. Ich lade jetzt in mein Gewehr, Mann, dann schieße ich Farbe. Naja, wie heißt die Typewriter-Knarre? Gab's doch. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen wieder zurück Alles. In den Raum. Ist ja gut! Ich versuch's nur so ein bisschen zu beschleunigen, Master. Weil das... Hauptsache ich sehe aus dem rechten Augenwinkel noch deine Boob-Screenshots. Lass mich. Erstmal remastered patchen. Viel zu wenig Titten drin. Jetzt ist er ruhig. Ja, jetzt lenkst du ja nur von deinem Fader ab und läufst. Ja, lass mich doch. Läufst wieder vollkommen. Ich wollte mal gucken. Naja, hauptsache die Boobs, ne? Die haben mich abgelenkt, Alter. Was soll ich hier machen? Ja. Wer hat die sich schicken lassen, ne? Ja, sowohl. Was machst du hier, Mann? Verpiss dich! Gott, ey, eine Tür, die er benutzen muss. Eine Tür und er geht vorbei.
Ja, schön. Ihr merkt schon, ich habe hiervon gar keine Ahnung mehr. Man könnte auch eigentlich jetzt reinschreiben, blind. Komm, geh doch nochmal zu den Huntern, das ist eine schöne Idee. Die Tür? Nein! Nein, die Tür kam mir gerade, alles klar, dann hier lang. Boah, ey. Gib gleich Klatsch hier. Ja, da rein! Meine Fresse, Alter. Ey, hat heute wohl ein langes Kabel, ey. Ich habe ein ganz langes Xbox-Controller-Kabel, das auf jeden Fall. Darauf hättest du gerade voll den Dirty-Witz machen können, aber hast du nicht. Ja, ich weiß, ich hab's gelassen. Wir haben genug Buchwitze drin gehabt. Ja, ja. Ich will die Tür doch einfach nur öffnen, ihr Penner. Becky, ich komme. Ich lache ja, aber ich glaube, ich weiß jetzt, was jetzt kommt. Lass mich raten, muss ich wieder irgendwas... Soll ich lieber speichern? Nee, du geh ruhig runter. Aber mir fällt gleich was Lustiges ein, was du jetzt brauchst. Den Greifhaken. Ach, Quatsch. Den ich da oben liegen hab, extra... Der liegt unten, oder? Nein, den habe ich da oben hingelegt. Der liegt doch unten. Oh shit. Ich mag's, wenn du oh shit sagst. Es beruhigt mich so. Geh mal hier in die Ecke des Raumes. Nein, andere Richtung. Geh mal unter das Häuschen quasi, wo du nicht reinkommst. Lass mich ran, ich kann mich da reinschießen. Oh, Motherfucker! Okay, das konntest du nicht wissen. Ich wusste jetzt auch nicht, wo der Tentakel liegt. Ich dachte, der läge unten. Das war irgendwie eine dumme Annahme. Ich leg das First Aid Spray mal hier hin. Kann ich das? Ja, ne? Ich weiß nicht, kannst du? Es ist schon schwer, den Tentakel von da oben runter zu holen. Ich klatsch dich gleich, Alter. Guck mal, lieber nochmal auf die Boobs. Ist motivierend. Ich mach den mir gleich Fullscreen hier hin, ey. Desktop-Hintergrund. Ich mach mal daraus eine Collage. Dann kriegst du gleich einen Strike, ey. Ja. Frank's Adventure-Style, Mann. Du bist ein kleiner YouTuber. Darfst keine Nippel zeigen. Mhm. Zeig mal lieber ein paar Köpfe, die platzen. Nachher sehen das noch zwei Leute. YouTube, ey. Aber wann laufe ich denn hier hin? Ich wollte den Grappling-Hook haben, ich Vollidiot. Ja, durch die Tür da. Wo liegt der hier? Ach, der liegt da hier. Machst du so einen Aufriss? Ich dachte, der liegt jetzt irgendwo hinten in einem anderen Raum oder so. Ich hab doch gesagt, ich hab den hier oben hingelegt. Der macht hier eine Garage, der Junge. Nee, ich hab den bei der Fledermaus liegen lassen. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum du den bei der Fledermaus nochmal brauchst, damit man Hinterbaum benutzen kann und dir nicht sagen, ja, du musst jetzt den ganzen Weg zurücklaufen. Das ist aber das letzte Mal, soweit ich weiß. Ja, das hoffe ich für den scheiß Greifhaken auch. Ja, du müsstest den wegschmeißen können jetzt, wenn du jetzt die Bahn benutzt hast. Oder eigentlich schon hier. Oder? Ja, müsste eigentlich. Eigentlich müssten sie das jetzt von alleine anbieten. Ich bin das Lieblingsitem von allen. Lieblingsitem. Geile Ladeanimation. Dum. Ich schmeiß mal in das Teil. Fick dich einfach, Greifhaken. Fick dich einfach in dein Arschloch. Oh, Gewehrmunition. Nice. Komm, ey, jetzt. Dich gönn ich mir mal. Danke. Wenn hier liegt wieder irgendwo eine Magnumkugel rum, die wir wieder nicht sehen. Erstmal die Tür aufschließen. Du musst da die Spule und das Ding reindrücken hier oben. Ich wollte doch einfach nur die Tür aufschließen, ihr Vögel. Ich glaube, die bleibt jetzt aber auch offen. Das wäre echt nervig, wenn man die tausendmal öffnen müsste. Mhm. Ja, die haben einfach keine Animation programmiert, dass die Türen sich ohne Ladeanimation öffnen können. Ich glaube, deswegen machen die den Scheiß immer. Nee, was ich ja vor allen Dingen auch nicht verstehe, ist, warum machen die einfach Klick aufschließen, dass du sie einfach aufgeschlossen hast, sondern dass du nochmal hingehst und A drückst, damit sie dann aufgehen. Das war, glaube ich, im Remake so. In Zero war das dann nicht mehr so, was ich echt schade finde, weil ich will die Türen einfach nur aufschließen, damit ich Ruhe habe davon. So, ich nehme jetzt mal... Becky, geh mal her jetzt hier. Lass mal den Mann die Technik machen hier. Danke. Bäckchen, Schätzchen, gib mir doch mal die Eingangsspule. Dann bin ich auch ein ganz lieber Hund, denn du darfst dir dann das First Aid Spray holen. Boah, das Item Management 101 hier. Und jetzt wieder zurück. Na, da kommt man nicht drum herum. Wenn man das Spiel nicht auswendig kennt, dann... Nee, nicht kombinieren, die musst du oben einsetzen. Ach, beides separat, alles klar. Ja, ja. Damit die Bahn wieder anspringt. Alles klar, bis gleich, Becky. Tschüss. Hauptsache, da werde ich gefragt, ob ich wirklich hochklettern möchte. So, wenn wir den Kram jetzt gemacht haben, haben wir wie viel geschafft? 70%? Ja, so knapp. Thank the fucking Lord. Merkt ihr, er will einfach, dass es aufhört. Ich frage mich, was da rein muss.
Muss Viereck, muss ins viereckige Loch. So läuft. Ich sehe schon von Fernem die Resi 2 Anekdoten. Oh ja. Die werden wir uns beim nächsten Mal richtig schön gönnen. Ja. So, was hättest du von Speichern, Mann? Ich überlege, ob jetzt gleich eine Speichermaschine kommt. Danach. Müsste eigentlich. Komm, wir haben genug. Ich speichere jetzt einfach mal. Okay. Mach mal. Sicher ist sicher. Besser, als wenn ich jetzt nochmal alles nachspielen muss. Die stört ja nicht, wenn der Herr eine 30 dasteht. Nee, ist okay. Weißt du, bei jedem anderen Resident Evil wird es mich stören, aber bei dem hier nicht. Boah, dieser Hass, ey. Merkt ihr das? Nein, aber ich kann das Spiel einfach nicht so gut wie die anderen Fälle. Von daher ist das okay für mich jetzt persönlich. Jetzt behauptet er auch noch, er könnte die anderen. Du kannst ja kein Resident Evil, Mann. Kannst du einfach nicht. Nee, ich sollte lieber Call of Duty spielen. Hast du doch auch. Ne, mach ich doch auch. Gibt ja gute Call of Duty Spiele. Black Ops gehört jetzt nicht unbedingt dazu, meiner Meinung nach, aber die Modern Warfare-Reihe ist der Hammer. Ich sehe schon die ganzen Hate-Kommentare unten drin. Ich glaube, das ist ein allgemeiner Tenor, dass die ziemlich gut waren. Ja, das auf jeden Fall. Da wurde die Serie auch noch nicht so ausgeschlachtet. Ja, also, ja. Da ging es so langsam los. Mit Black Ops bin ich aber auch nie warm geworden, wenn ich ehrlich bin. War nie so ultra meins. So, Heilmittel. Ich glaube, wir haben jetzt alles mitgenommen. Ja. Weiter. Wie hab ich den denn jetzt gerade gemacht? Was wartest du gerade? So. Okay, los. Dün, 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 dün. Renn einfach in den Zug rein. Okay. Ach, fuck you. Okay, renn einfach nach oben und mach die Dinger wieder rein. Drecksegel. Ich weiß gar nicht, warum man Billy wiederkriegt. Ich wusste auch gar nicht mehr, dass er jetzt weg ist. Ja, wir gewonnen so Zeron, ne? Ja, kannst du nachher mit den Leuten... Oh. Kannst ja mal probieren, zu ihm zu wechseln. Nee, 100 pro nicht. Einfach weil... Ich versuche jetzt einfach mal, warte. Ich versuche aber hier oben in Ruhe. Nee, ja. Der Button macht nichts. Der Button ist kaputt, Mann. Don't push the button. Das ist so nervig, weil wenn der nächste Inventar wieder voll ist, darfst du wieder, ja. Ja. Woo, Party! Fun und so. Ach, die Egel haben so ein bisschen mit den Kontrollen gespielt, Mann. Die wollen auch Spaß haben. Das packst du jetzt da rein und dann nimmst du das andere Ding auf. Naja, ich muss jetzt nicht beide. Da haben die nur eins, nee, die haben beide rausgezogen. Ne, die haben nur eins rausgezogen. Oh. Ich dachte, da lag noch irgendwas auf der Erde. Boah, die Katze war so schön, wir geben es euch jetzt nochmal. Ne, da liegt nur der Enderhaken, dein bester Freund. Den lass ich jetzt da liegen, der kann mich im Arsch lecken. Ich mach jetzt keine zwei freien Plätze dafür. Zeigst du es wieder, wie du Meister am Ausweichen bist, indem du dich wieder beißen lässt. Ich kann das nur bei Huntern anscheinend, nicht bei Leechmännern, die viel langsamer sind. Wie gesagt, Abstand halten und wenn du siehst, er schwingt, irgendwo hinrennen, dann kann er dich eigentlich schon gar nicht mehr treffen. Du rennst jetzt quasi schräg in die Wand gegenüber und dann drehst du so eine Kurve um ihn, wenn er jetzt in der Mitte da hinten steht. Na? Och, da hinten ist er. Puppel. So? Ja, so macht man das. Yeah, wir haben sogar ein bisschen Fortschritt hier in der Folge, ist ja der Wahnsinn. Das erste Lob am Ende des Aufnehmens für Andi heute. Ich habe Tränen im Es könnte sein, dass hier die Magnum hängt. Bevor du irgendwas losstartest, nimm dir die mal. Oh, da hast du gar keinen Platz für. Ja, der hat die Magnum am Gürtel. Oh, Baby! Ich leg jetzt mal die Knarrenmuni dafür ab. Ja, genau. Gute Idee. Ja, das ist schon so ein Moment, wenn man die in einem Resident Evil findet, das ist schon so... Guck mal, wie geil die auch aussieht in dem Spiel. Guck mal, wie geil die mit der HD-Textur aussieht. Komm, die musst jetzt untersuchen. Einfach nur, weil... Ne, die sieht aber wirklich geil aus in dem Spiel. Das ist so eine moderne Variante. Richtig schön chromig, silbern.
Die ist, glaube ich, sogar vollgeladen, oder? Guck mal, hat die 8 Schüsse drin? Die hat 8 Schüsse drin. Das ist schon ein halber Endboss, du. Stell dir vor, du lässt die da liegen. Ich hoffe, du findest Billy wieder vor dem nächsten Boss, ey. Scheiße. Ich hoffe, du findest Billy wieder. Scheiße. Ich habe nur Befürchtungen, ich weiß es nicht. Los, starte das Ding, Mann. Dann orgasmen wir gleich noch über Resident Evil 2, los. Wupp, wupp. And up we go. Tschüss, Leechman. Der steht jetzt so draußen und chillt. Nimm mich mit, der nächste Zug kommt erst in 10 Minuten. Ach ja, Billy, wer braucht den schon? Hauptsache, sie fährt einfach nur. Er hat mir lang genug geholfen. Tschüss, er hat den Greifhaken ja da liegen. Here we go. Hauptsache, sie hilft Billy gar nicht mit dem Affen. Der macht das schon. Tschö, pass auf meine Patronen auf, die komme ich mir nachher bestimmt noch abholen. Wenn ich beim Boss keine Munition mehr habe. Resident Evil 2. Boah, lad nicht so lange Spiel. Boah, hier sind da noch rote Kräuter, grüne Kräuter. Nehme ich mir mal eins davon. Kombiniere es mal direkt. Er hat gelernt, dass er sie kombinieren darf, obwohl das Inventar voll ist. Ich bin stolz auf dich. Und da sagt noch einer, ich hätte keine Ahnung. Ich bin stolz auf dich. Ich weiß. Ist Rebecca verletzt? Nee, überhaupt nicht. Gut. Das grüne Kraut hier mal in Erinnerung behalten. Ich hab Billy links nicht mehr drin. Voll schade. Der ist tot, Mann. Ja, das war's jetzt. Koop mein Arsch. So, welche Tür ist denn jetzt offen und welche nicht? Ich glaube, es ist ganz klar, welche Tür offen ist und welche nicht. Da also weiter. Hinter dir war zu, ja? Ja, ja. Gut. Gulp. Jetzt kommt der geile Teil des Spiels. Das Ende? Nee, aber das jetzt kommt, ist echt geil. So, das war geil. Das Memories. Und das Resi 2. Eine Glanzgrafik. Und jetzt der Speicherraum. Mhm. Leon! Muss ich echt diesen Bosskampf alleine machen? Heftig, ey. Jep, muss sie. Ich meine, immer liegen da noch Pistolenmunition rum. Hier liegt jede Menge rum. Hier müsste auch irgendwo ein Heilspray. Guck mal im Schrank. Da lag damals ein Heilspray. Hier liegt auch diesmal ein Heilspray, glaube ich. Warte, hier ist auf jeden Fall erstmal die Karte, die ich mitnehmen möchte. Dankeschön. Du meinst hier drin, ne? Yep. Verstecktes Heilspray, ja. Ich muss aber. Alter, wie viel Heilmittel hast du? Du musst irgendwas hier hinlegen, erstmal, ja. Ja, aber ich kann auch später hierhin zurück, ne? Hattest du nicht vorhin noch eins in der Hand? Eins hat Billy. Okay. Warum hattest du gerade einen freien Platz? Ich hätte keinen freien Platz, ich habe das Grüne mit dem Roten direkt kombiniert. Ah, du hast eben den Erste-Hilfe-Spray gefunden. Wann? Na eben! Am Schrank! Ja. Bist du jetzt in hier? Ja, jetzt gerade, ich habe aber keinen Platz mehr. Ach so, aber ich dachte, du hast Ja gedrückt. Das habe ich nicht gesehen. Ich sehe ja nicht, wenn du B drückst. Das sieht aus wie Ja, denn. Das Ach so, nee, habe ich okay, nicht. Okay, deswegen war ich verwirrt. So. Bist du blöd? Liegen da noch Granaten rum da hinten? Da schimmert. Nee, liegt gar nicht. Warte, ich guck nochmal. Also da liegt auf jeden Fall Pistolenmunition rum. Guck mal, das da. Ist auch noch genau dieselbe. Ah, danke für die Kamera. Das ist ein Schlüsselloch. Guck mal, die Bodenluke dürftest du in dem Teil nicht öffnen können. Nee, ist auf der Karte nicht markiert. Fest verschlossen. Das wäre denn die Kanalisation. Naja, für Resi 2. So. Ah, ja, ich erinnere mich. Wir kommen jetzt dahin, wo bei Resi 2 der Mr. X einmal kommt. Ah, okay. Ich brauche den Schlüssel sowieso noch, ne? Mhm. Das heißt, da ist ja noch kein Bossfight dann, denke ich mal. Nee. Und da könntest du entweder deine Ausweichskills demonstrieren wieder oder die Magnum nehmen. Bei dem Boss? Wo du gleich hingehst. Da runter, rechts. Der Mini-Fahrstuhl. Nee, da kommen jetzt Gegner. Der wird ja auf jeden Fall nicht die Magnum benutzen. Okay, dann Ausweichskills würde ich sehen. Ach, da, das ist schön. Ey, wo ich erstmal hier war, ey. Die haben die Hälfte ja quasi schon. Mach doch mal ja, Resi 2. Ja. Im Grunde ja, das können die einfach klauen. Ein bisschen farblich vielleicht, abändern und fertig. Vielleicht machen die das ja dann deswegen aus Resi Zero und nehmen sie von Resi Zero ein paar Dateien für
Resi 2. Guck dir das mal an hier, ey. Das hier. Boah, da Resi 2. Hier war man nämlich mit Claire oder so bei Mr. X. Der kam dann hier. Den hat man in der Kamera gesehen, dann kam er von hinten. Oh, da ist sogar eine Kamera. Unklug. Aber ich glaube, dass hier noch keiner kommt. Oh! Oh, Alter. Das ist jetzt richtig fail gerade. Fuck, 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 fuck. Boah, hab ich mich gerade erschreckt. Ich hab mich erschreckt, weil du dich erschreckt hast. Holy fuck. Ich dachte, die kommen nicht. Ich hätte auch gedacht, die kommen erst, wenn du das Ding im Inventar hast, aber die Entwickler waren Arschlöcher. Holy fuck. Ne, ansonsten, der Part ist auch jetzt schon relativ zügig vorbei, deswegen machen wir es einfach mal so. Willst du schon mehr speichern? Ne, ich speichere jetzt nicht. Wir machen das so, bis zum nächsten Part spiele ich das Ganze nochmal nach bis hierhin. Aber machen wir einen freien Inventarplatz, sammel dann am Anfang des Parts alles und speichere dann nochmal. Ja, das passt. Ich denke mal, ist auch am besten so. Von daher, weil der Part ist jetzt auch so ziemlich schon vorbei. Und bevor ich jetzt das Ganze jetzt noch alles mache, was mega unnötig wäre und das während 5 Minuten nicht rausschneide, von daher egal. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, ne? Genau. Alles klar, haut da rein. Ciao, ciao. Bis dann.